Das hier sind die jüngsten, besten Scooterfahrer in ganz Deutschland. Wir haben hier Max am Start. Stell dich mal bitte ganz kurz vor. Hallo, ich bin Max Bjerg, 13 Jahre alt und komme aus Deutschland. Und du bist krass, ja? Ja. Ihr werdet es gleich sehen im ganzen Video, er ist wirklich krass, krass. Und wir haben noch einen jüngeren Kollegen hier. Wir haben Tom. Hau mal raus, erzähl mal was. Ich bin Tom Buchsbaum, ich bin 11 Jahre alt und komme auch aus Deutschland. Und rastet auch komplett aus, ja? Ja, Mann. Ihr werdet es im ganzen Video sehen. Er hat einfach meine Signature Wheels. Also, erster Link in der Videobeschreibung. Ihr wisst ja, wie es läuft. Merchandise und natürlich auch die Online-Scooter-Kurse. Checkt ihr auf jeden Fall ab. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Max mit einem Chill-Trick. Und zwar, überrasch uns mal, ja? Ja. Okay, gut, wir gucken einfach mal über die Holzbox. Let's go. Alter, ich bin jetzt mal wirklich sehr gespannt, was Max macht. Was macht? Bruder, was hat er gemacht? Er hat einfach Kickless, Bry, Kickless Whip gemacht. Bruder, das war übertrieben, der war chill. Ich hab schon ein paar Mal getried, aber... Ich mach Double Bry Flip über die Box. Double Bry Flip als Chill-Trick über die Box. Da bin ich mal gespannt drauf. Glaubst du, kriegst du First Try hin? Kann sein, also ich rutsche oft aus, aber es kann wirklich sehr gut sein, dass ich den First Try hinkriege. Max, was sagst du dazu? Das ist krass mit 11, Alter? Sehr krass, auf jeden Fall mit 11. Aber glaubst du, er schafft den First Try? Gut genug, um den First Try zu schaffen, aber die Box ist ein bisschen rutschig und ja. Tom, ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Glück, aber ich bin gespannt, du kriegst den hin. Faust auf, ja. Let's go. Ey Max, ich glaube, das ist der jüngste in Deutschland, oder? Ja, auf jeden Fall, glaube ich schon. Okay, Bry. What the? Was? First Try? Nie im Leben, Tom, Digga. Mit elf? Bruder Tom, also das war wirklich übertrieben, Alter. Crazy. Was sagst du dazu? Keine Ahnung, also ich schaff den schon oft, aber war eigentlich wirklich chill. Digga, wahrscheinlich einfach chill Double Bry mit 11. Mit 11 habe ich nicht mal angefangen, Scooter zu fahren. Das war erst 3 Jahre später, das weißt du, oder? Ja, ich weiß das. Okay, Jungs, wie wär's mit 180? Habt ihr Bock da drauf? Safe, ja. Auf jeden Fall. Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal kurz zur Bowl. Okay, wir sind jetzt hier in der Bowl und Max fährt sich hier schon ein bisschen ein. Okay. Das war ein chilliger Flair down hier. Das Geile ist einfach, Tom kann einfach auch Flares mit 11 schon. Und zwar richtig gut. Ich bin mal gespannt, wie er den hinbekommt. Okay, das ist Toms erster Versuch. Wow. Alles gut? Oh mein Gott. Okay, gut. Alter, er hat sich nur aufs Scooping gesetzt. Ich glaube, das war auch ein bisschen so dieses Adrenalin. Ich kann das ein bisschen verstehen, so in dem Alter in einem Video zu sein. Ist ein bisschen nervös und so, aber er macht es richtig, richtig gut dafür. Ist unglaublich. Aber ich glaube, nächster ist auf jeden Fall. Jetzt kommt Max und ich weiß nicht, was er macht. Er hat schon einen Flare Down hier gemacht. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr die Tricks findet und welchen Trick ihr am geilsten im ganzen Video fandet. Aber jetzt erstmal Max mit einem Flare-Trick. Mal schauen. Okay, er kachelt und Flare Down hier. Alter, richtig schön. Aber ich glaube, er fährt sich ein. Oh mein Gott. Er kommt wieder. Yo, what? Flair Double Whip. Und es geht direkt weiter in der Line, Alter. Und Flair Kickless, was? Oh mein Gott, es geht noch weiter. Junge, Alter, Flair Whipper, ist das dein verdammter Ernst, Max? Was? Digga, der war ja crazy, Alter, ohne Spaß. Sei ehrlich, hättest du gedacht, du schaffst den so? Unerwartet, weil in der Quad habe ich noch nie wirklich Flair Combos gemacht. Bruder, Tom, was sagst du dazu? Hast du ihn schon mal so in der Line ganz easy rasieren sehen? Nein, also das war schon krass viel hintereinander. Die waren schon geistkrank. Macht mich echt verrückt hier. Kein Wunder, dass das Video jetzt schon so krass anfängt und es wird noch krasser. Aber Tom, ich würde sagen, willst du noch einmal den Flair dir anschauen? Ich mache auf jeden Fall nochmal Flair, aber ich mache den diesmal in... der Quarter da, weil all da hinten, weil ich kann den da einfach manchmal besser. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz rüber und danach, ey, Jungs, wie sieht's aus mit Double Overheads? Brian Make Bar. Also ich habe den noch nie da probiert, aber guck erstmal die ersten drei Tries, wie der wird und wenn nicht, mache ich was Einfacheres. Du willst einen Brian Make Bar machen? Ja, also ich probiere es. So erstmal 3 Tries und wenn nicht, mache ich was Einfacheres. Okay, ja, ganz normal. Chillig halt, ne? Und Tom, du kannst ja auch Double Overheads, ne? Und zwar, wie viel kannst du insgesamt schon? Ich kann jetzt gerade momentan 16. Ich kann nicht mal 10 oder 6, was? Welchen Double Overhead würdest du versuchen wollen? Ich würde wahrscheinlich Bry Butter machen, weil er ist Bry Butter eigentlich ein geiler Trick. Bry Butter finde ich auch sehr, sehr stark. Aber ich würde sagen, du machst erstmal noch weiter den Flair, okay? Ja, safe. Jungs, das ist echt nicht normal, was hier gerade abgeht. Also, das ist so geisteskrank. Ich könnte dir den ganzen Tag zugucken. Es ist wirklich crazy. Alright, Tom droppt ein. Oh, der war aber knapp. Glaubst du, er kriegt den hin? Also noch ein bisschen mehr abhoppen und dann sollte es klappen, auf jeden Fall. Okay, ich glaube nämlich auch, dass Tom den easy hinbekommt. Also ich glaube, ich fühle mich auf der Section deutlich sicherer, einen Flair zu machen. Also mache ich den jetzt da. Okay, dann machen wir einfach schnell da einen Flair. Okay, Toms erster Versuch an der Quarter. Und der ist First Try, das ist so affig. Ey, das ist wirklich richtig, richtig affig. Hättest du gedacht, dass er First Try an der Quarter wird? Ja, also weil ich weiß, dass er das seine Lieblingsquarter für Flair ist, deswegen. Also jeder hat, wie gesagt, eine eigene Quarter, die er am besten findet für Flairs, deswegen. Bruder, Tom, der war crazy. Pause auf, komm, nimm, gib die Pause. Ja, ja. Geil. Und, wie war das? Wie hat das sich angefühlt? Sehr gut. Flair ist egal. Okay, ich würde sagen, Jungs, wie wär's? Double Overheads? Ja, auf jeden Fall. Max, willst du einfach mal anfangen? Ja, ich fange jetzt mal an. Ich mach halt nach Max. Okay, wir machen jetzt erstmal Double Overheads. Wir haben hier nochmal die Bowl, da gehen wir nochmal ganz kurz hin. Weil hier hinten im Hintergrund sieht man eine richtig, richtig nice Quarter für Double Overheads, glaube ich. Ich glaube, das ist so eine richtig bekannte dafür. Deswegen schauen wir einfach mal, wie das wird. Aber es wird, glaube ich, geistkrank, weil Max ist, würde ich sagen, Top 3, wenn nicht sogar fast der Beste in ganz Deutschland mit Double Overheads. Das ist crazy. Okay, Max meinte, er will chillig anfangen. Ja,
ganz, ganz chillig. Ich glaube, das war ein Brymack, oder? Schreibt mal in die Kommentare, ob das wirklich ein Brymack war, aber das war halt chillig für ihn. Und nächster Double Overhead. First Try wieder. Yo, was macht... Oh, ich glaube, er macht das, was er vorhin gesagt hat, den Bry Umbrella Bar. Das wäre crazy, weil Double Overhead zu Late Bar ist so schwer. Jetzt bin ich mal gespannt, was er jetzt machen wird zum Reindroppen. Ich glaube aber, er hat ja gerade gesagt, Bry Butter, deswegen easy. Oh, mit 11 Jahren, Bry Butter. Oh mein Gott, und der war One Foot, was? Bruder, ich check das gar nicht mehr. Ich freue mich, wenn ich Bry Butter schaffe, Alter. Und er macht's mit 11. Okay, Max, Bry Umbrella Bar. What the hell, Alter? Was? Bruder, der war richtig, richtig knapp, das weißt du, ne? Oh mein Gott, er hat ihn einfach schon gezogen, den Barspin. Was? Ey, er muss ihn unbedingt schaffen. Er muss ihn schaffen. Okay, second try von Bry Butter. Oh, aber schon wieder One Foot. Ey, komm, weiter geht's, Tom. Er hat gerade gesagt, alle guten Dinge sind drei und da bin ich mir auch sicher. Und ich glaube, bei Max auch. Er hat jetzt seinen zweiten Versuch und jetzt kommt der dritte. Ey, Max, wenn du den jetzt schaffst und dann Tom Backup macht, dann wär's ein krasses Video. Okay, okay. Ja, ich bin jetzt mal gespannt. Let's go. Konzentrier dich und dann hast du den easy, Alter. Und Spry. What the? Nein! Nein, Max, ey, aber Faust drauf, komm. Sehr knapp, also ich bin nur mit meinem Finger so und dann nach hinten weggefallen. Der war so, so knapp, Alter. Das wäre krass, wenn er den noch für das Video schafft. Aber wenn er ihn schafft, müsst ihr ihm auf jeden Fall natürlich auch Tom auf Instagram folgen. Die sind crazy, die Jungs. Und Bry Butter auf den dritten. Nein, der war aber knapp. Also vielleicht sind heute nicht alle guten Dinge, sind drei. Aber auf dem vierten schaffen, glaube ich, beide wirklich zu 100%. Okay, Max, nächster Versuch. Bry, Umbrella, war. What? Nein! Ich war im Weg, Bro! Okay, Tom, du hast jetzt noch mal einmal die Chance, Max richtig auf den Deckel zu geben mit deinem Trick. Bist du ready? Er ist ready, ich bin ready und ich hoffe, er schafft ihn jetzt auf den vierten Try. Tom droppt rein, vierter Versuch. Nein! Ey, aber komm, Tom, den hast du, komm, zieh durch, weiter geht's. Geschafft und er macht direkt weiter. Er macht direkt weiter. Komm, zieh durch. Let's go. Er macht direkt weiter. Was jetzt? Bry, Umbrella. Oh. Er wollte ihn cleaner machen, aber ey, Max, bist du verrückt? Digga, what the heck? Ey, wie oft hast du den gemacht? Zweimal oder so in Eindhoven. Digga, und dann in. Du hast noch nie auf Holz gemacht? Das ist das erste Mal auf Holz und Tom, ey, komm, Backup, bitte. Okay, Tom, komm, zieh durch. Das ist jetzt der Backup von Tom. No way! No way! Ja! Alter! Ey, ihr seid crazy! Ihr seid crazy, Junge! Tom, geil! Ey. Alter, das war heftig! Jungs, ihr habt richtig übertrieben, ihr wisst das schon, ne? Okay, ich würde sagen, wollen wir noch mal ein bisschen entspannter so zur Box-Spine-Session so gehen? Ja, auf jeden Fall. Ja? Okay, dann lassen wir rübergehen, aber das ist jetzt schon ein absolut gestörtes Video. Alter, unglaublich. Okay, wir sind jetzt hier gerade wieder drüben und wir wollen jetzt die Spine shredden. Habt ihr schon eine Idee, wer was machen möchte? Also, ich habe vorhin zwar schon Bry Kickless gemacht, also Bry Kickless-Combo, aber ich kann irgendwie die. Mein bester Trick über Spine, so, den ich gut kann, ist Bry Kickless. Deswegen würde ich irgendeine Bry Kickless-Kombo machen. Das hört sich stabil an. Wie wäre es mit dir, Tom? Also ich mache wahrscheinlich anders Kickless, schätze ich mal. Und mein bester Trick ist halt Bry über das Spine. Aber ich weiß halt nicht. Also hier ist halt auch kurz, hier ist schwer. Ich würde auch sagen, anders Kickless hört sich gut an, oder? Ja, safe. Dann würde ich sagen, weil Tom als letztes gemacht hat, Max, du fängst an? Ja. Okay, schauen wir mal. Also die Spine sieht schon wirklich richtig, richtig nice aus für so normale Tricks. Was? Er sagt einfach, nee, war nicht schön, war flat. Bruder, der war komplett nice. Also, hä? Deswegen macht Max ihn jetzt einfach nochmal entspannt neu. Und... Oh mein Gott, mit Whip war das? Okay, das ist krass. Okay, Tom, let's go. Jetzt bin ich mal gespannt. Alles Kick ist über die Spine. Double Whip, ganz entspannt. Und... Ja. Oh ja, der nächste ist 100 Pro. Also ich glaube auf jeden Fall, dass die Jungs, die das hinbekommen, safe. Max hat ja seinen ersten schon geschafft. Jetzt den zweiten. Let's go. Okay, zweiter Try von Max. Komischen Trick. Bruder, was zum Teufel war der denn? Er will weitermachen, er will weitermachen. Ich sehe es. Er hat auf jeden Fall mies Bock gerade, noch was weiter zu machen. Oh mein Gott. Ich glaube, er macht mal 80 was. Juhu! Was, Digga? Ey, war das dein Ernst? Ein 40 Flair? Ja, ich hab den. So selten mache ich den auf Hurt, aber einfach gezogen. Willst du nochmal machen? Ja, lass erstmal Tor machen. Ja. Oh. Ja, ich mach den nochmal. Und? Anders gibt es? Ja, schade, komm, nochmal. Okay, Max, nächster Try. 5 Flair. Ja, ja, der ist gut, der ist gut. Nächster ist, oder? Und alles ist. Ah, schade, schade. Oh mein Gott. Also ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen einzigen Try von Max 540 Flair und einen Try von Toms Unless Kickless. Und einen Try von Toms Unless Kickless über die Spine. Aber das ist jetzt schon ein crazy Video, oder? Max Try, 5 Flair. Ja, stabil. Alter, crazy, Mann.
Junge, richtig nice, Mann. Wie fandst du den? Sehr scary, weil ich mag den generell nicht in der Quarter, weil die so komisch poppt und ihr habt ja gesehen, ich bin richtig scary gelandet. Also, egal, das reicht. Und Tom mit seinem anders Kicklist? Ja, was, Alter? Hey, was ist denn hier los? Bruder, crazy, Tom. Oh, was macht Tom nochmal? Ein Flair? Ah, schade. Also Leute, checkt die Jungs auf jeden Fall auf Insta ab. Die gehen komplett ab. Einmal Max Biak und einmal Tom Buxbaum. Ihr wisst ja, wie es läuft. Und ich würde sagen, danke Jungs, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet auch Bock. Ja, auf jeden Fall. Hat sehr Spaß gemacht. Ja, safe. War sehr nice. Also wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt noch einen geilen Tag. Peace, Leute.